Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Häkelanleitung. Heute werden wir zusammen diesen einfachen, schönen Schal machen mit diesem schönen Muster, das ich euch während der Anleitung zeigen werde. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Schal nicht sehr hoch gemacht, nicht sehr breit. Das habe ich aber absichtlich so gemacht, weil ich den Schal gerne anliegend an meinem Hals tragen möchte. Ihr könnt den Schal natürlich höher machen. Ich habe ihn auch ganz einfach gelassen. Ihr könnt natürlich am Ende an beiden Seiten Franzen dazu machen. Das ist jedem seinem überlassen. Jetzt schauen wir zuerst, was wir für unseren Schal brauchen. Ich habe mich für diese schöne Verlaufswolle entschlossen. Sie besteht aus 100% Acryl, hat eine Länge von 380 Metern auf 100 Gramm. Die Häkelnadel, die angegeben wird, ist die Nummer 4. Ich werde zwar eine halbe Nummer größer arbeiten und verwende deshalb die Häkelnadel 4,5. Dann brauchen wir noch eine Schere und eine Wollnadel. Und jetzt wollen wir nicht länger Zeit verlieren und uns gleich an die Arbeit machen. Also wir nehmen jetzt unseren Faden, unsere Häkelnadel zur Hand und werden eine Luftmaschenkette anschlagen, die aus einer ungeraden Zahl besteht. Wie gesagt, ich werde meinen Schal nicht zu breit machen. Deswegen schlage ich in meinem Fall 25 Luftmaschen an. Ihr könnt den Schal natürlich höher machen. Bedenkt aber immer, dass die Luftmaschenkette eine ungerade Zahl haben muss. Also wir machen zuerst einen Anfangsknoten und schlagen dann unsere Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5. Also wie gesagt, in meinem Fall 25. Ich schlage jetzt meine Luftmaschen an und dann sehen wir uns wieder. Wenn wir dann unsere Luftmaschen angeschlagen haben, überspringen wir die erste Luftmasche, gehen mit der Häkelnadel in die zweite Luftmasche hinein und machen eine feste Masche. Wir holen den Faden, ziehen diesen durch, haben jetzt zwei Schlingen auf der Nadel, hole den Faden und masche beide Schlingen ab. Und so haben wir in der ersten Masche eine feste Masche gemacht. In die nächste freie Masche werden wir ein Stäbchen machen. Faden auf die Nadel, wir gehen in die Masche hinein, holen den Faden, ziehen diesen durch, haben jetzt drei Schlingen auf der Nadel, holen den Faden, maschen die ersten beiden Schlingen ab, bleiben zwei Schlingen, holen den Faden und maschen die letzten beiden Schlingen ab. Und so haben wir unser Stäbchen gemacht. In die nächste freie Masche kommt wieder eine feste Masche. Wir holen den Faden und maschen beide Schlingen ab. In die nächste freie Masche wieder ein Stäbchen, Faden auf die Nadel. Wir gehen hinein, holen den Faden durch, maschen die ersten beiden Schlingen ab und die nächsten beiden. Dann kommt wieder in der nächsten Masche eine feste Masche. Und in die Masche danach ein Stäbchen. Also wie ihr sehen könnt, werden wir hier im Wechsel immer eine feste Masche, ein Stäbchen, eine feste Masche, ein Stäbchen machen. So hier hatten wir das Stäbchen. In der nächsten Masche kommt wieder eine feste Masche. In die Masche danach das Stäbchen. Dann kommt wieder eine feste Masche, in die nächste Masche und in die Masche danach ein Stäbchen. Dann wieder eine feste Masche und in die Masche danach ein Stäbchen. Wir machen jetzt im Wechsel eine feste Masche, ein Stäbchen, eine feste Masche, ein Stäbchen, bis wir die ganze Luftmaschenkette verarbeitet haben und dann sehen wir uns wieder. Fast am Ende angekommen, habe ich in die vorletzte Masche
eine feste Masche gemacht und dann machen wir noch in die letzte Masche ein Stäbchen. Und so haben wir die erste Reihe beendet. Wir machen jetzt eine Luftmasche und wenden unsere Arbeit. Wir werden jetzt in dieser Reihe immer das Gegenteil machen, was wir in der Vorreihe gearbeitet haben. Also wie ihr sehen könnt, hier haben wir als letzte Masche ein Stäbchen gemacht. Also werden wir über das Stäbchen eine feste Masche machen. Dann haben wir hier die feste Masche der Vorrunde und auf die feste Masche kommt ein Stäbchen. Also immer das Gegenteil, was wir in der unteren Reihe haben. Hier haben wir das Stäbchen, also kommt auf das Stäbchen eine feste Masche. Hier haben wir die feste Masche und auf die feste Masche kommt ein Stäbchen. Dann hier haben wir wieder das Stäbchen. Dann machen wir eine feste Masche. Hier haben wir die feste Masche und hier machen wir ein Stäbchen. Hier haben wir wieder das Stäbchen der Vorrunde und auf das Stäbchen kommt eine feste Masche. Hier haben wir die feste Masche und hier kommt ein Stäbchen drauf. Also wie ihr sehen könnt, machen wir immer das Gegenteil, was wir in der vorigen Reihe gemacht haben. Auf das Stäbchen kommt die feste Masche und auf die feste Masche kommt das Stäbchen. Das machen wir jetzt, bis wir am Ende dieser Reihe angekommen sind und dann sehen wir uns wieder. Und wenn wir auch diese Reihe fast beendet haben, bleibt uns noch die letzte Masche. Wie ihr euch erinnert, haben wir die Arbeit mit einer festen Masche begonnen. Also werden wir auf diese feste Masche ein Stäbchen machen. Und so ist auch unsere zweite Reihe fertig. Wir machen dann wieder eine Luftmasche und wenden unsere Arbeit. Und jetzt werden wir wieder das Gegenteil machen, was wir in der Vorrunde gemacht haben. Also hier haben wir mit einem Stäbchen die Reihe beendet. Also wird auf das Stäbchen eine feste Masche gemacht werden. Dann haben wir hier die feste Masche in der Vorrunde. Also machen wir ein Stäbchen. Hier haben wir das Stäbchen und auf das Stäbchen kommt die feste Masche. Hier haben wir die feste Masche und auf die feste Masche kommt ein Stäbchen. Wie ihr sehen könnt, die Arbeit ist sehr einfach. Wir müssen immer nur das Gegenteil machen, was wir in der Runde davor gemacht haben. Auf die feste Masche kommt das Stäbchen und auf das Stäbchen die feste Masche. Und so werden wir jetzt Reihe nach Reihe weiterarbeiten. Ich weiß nicht genau, wie viele Reihen ich machen werde. Ich arbeite jetzt mit euch weiter und werde euch dann die ganzen Maße angeben. Machen wir diese Arbeit und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt so einige Reihen weitergearbeitet. Und mein Schal hat eine Länge von 1,50 Meter erreicht. Wer den Schal länger will, kann natürlich weiter häkeln, weiterarbeiten. Die Höhe meines Schals ist von 14 cm. Und wenn wir dann die letzte Reihe gemacht haben, werden wir eine Luftmasche machen, den Faden lockern, ihn etwas länger abschneiden. Zuerst hier einmal den Faden durchziehen, fest anziehen hier. Dann holen wir uns unsere Nähnadel zur Hand und werden diesen Faden in einigen Maschen verstecken. Wir ziehen hier Nadel und Faden durch, sodass dieser Faden gut verankert ist und die Arbeit nicht aufgehen kann. Das machen wir jetzt ein paar Mal
und können dann den Faden abschneiden. Wenn wir dann alle Fäden vernäht haben, ist unser Schal auch schon fertig. Ich finde ihn toll, ein tolles Projekt, auch das Muster ist sehr, sehr schön geworden. Wie gesagt, ich werde meinen Schal so lassen. Ihr könnt natürlich hier Fransen anmachen, das ist jedem seinen überlassen. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!